Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 14a und 14b auf. Das ist die Beratung des Antrages der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Stärkung der beruflichen Bildung, strukturierte Berufsorientierung ermöglichen und gleichwertige Qualifikationen konsequent sicherstellen. Sowie den Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ausbildungsplätze schaffen und gute Ausbildungsqualität sichern. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Und ich bitte, dass wir jetzt wirklich ein Stück weit mehr Ruhe im Saal haben, sodass wir auch dem ersten Redner gleich konzentriert folgen können. Dann eröffne ich die Aussprache und ich erteile das Wort dem Kollegen Stefan Albani, CDU/CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wie heute Morgen schon angekündigt, geht es heute Abend noch einmal um die berufliche Bildung und die Stärkung der beruflichen Bildung. Und was wir heute Abend in unserem Antrag vorlegen, ist nicht mehr und nicht weniger als zwei zentrale Punkte, die als kritische Aspekte aus der Enquetekommission berufliche Bildung in einer digitalen Arbeitswelt in der letzten Legislaturperiode entwickelt, festgestellt und letzten Endes dem Deutschen Bundestag auch für die weitere Arbeit übergeben worden sind im Juni letzten Jahres. Hieraus leiten wir unter anderem für den Bereich der Berufsorientierung eine klare Verstärkung, einen Boost, wie ich heute Morgen gesagt habe, für die Berufsorientierung ab. In diesem Bereich, wenn man, das werden viele von Ihnen tun, in seinen Kammern spricht, werden unglaublich viele Maßnahmen durchgeführt, von Praktikamessen über Schnuppertage etc. etc. Aber all diese Maßnahmen stehen nebeneinander und sind nicht Teil eines gesamten Prozesses. Und genau das ist die Aufgabe. Denn stellen Sie sich vor, die jungen Menschen haben am Ende die Wahl momentan zwischen ungefähr 300 beruflichen Ausbildungen und ungefähr 20.000 Studiengängen. Wenn man sich fragt, was mache ich da, stellt sich mal eine Speisekarte vor mit 300 Vorspeisen und 20.000 Hauptgängen, dann ist der Letzte auch überfordert. Und hier bedarf es der Orientierung. Aber ich will das Problem unserer Orientierung, die wie sie heute stattfindet, an einem Beispiel illustrieren. Ich fragte zum Zeitpunkt der Praktika einen Freund meiner Kinder nach dem Motto, was hast du denn für einen Praktikumsplatz? Was machst du denn in den zwei Wochen? Da sagte er, ich mache einen in der Bank. Da habe ich gesagt, oh, das ist à la Bonheur, aber du wolltest doch eigentlich in den grünen Berufen in der Baumschule bei uns arbeiten im Ammerland. Daraufhin sagte er, doch aber nicht im Februar, wenn es schneit und regnet. Da mache ich das schön in der Bank, da ist es geheizt und warm. Das dient nicht der Berufsorientierung, insbesondere im Hinblick auf eine entsprechende Entscheidung in der Zukunft. Und insofern fordern wir unter 1c unseres vorgelegten Antrages, ein System zu schaffen, in dem sämtliche Maßnahmen der Berufsorientierung aufeinander aufbauend einem strukturierten individuellen Suchprozess ermöglichen. Was heißt das? Wir machen am Anfang eine Potenzialanalyse, wo sind die Talente der jungen Menschen, wir finden raus, was macht ihnen Spaß, was macht ihnen Freude, und dann werden die Schnuppertage genau darauf und genauso die Praktika und dann bitte mehrere Praktika und zu verschiedenen Jahreszeiten darauf ausgerichtet, was die Talente und die Interessen sind. Und das führt dann auch am Ende zum Ziel. Das zweite Thema, was wir aus der Enquetekommission mitgenommen und als Vorschlag für die bzw. Forderung für die Stärkung der beruflichen Bildung heute vorlegen, ist das Ziel der Vergleichbarkeit. Wie heute Morgen gesagt, gleichwertig, wenn auch andersartig, zwei Seiten einer Medaille, zwei gleichwertige Säulen etc. Das sind die Worte, die wir alle wählen.
2006 wurde ein Prozess begonnen, der 2013 das DQR des deutschen Qualifikationsrahmen vorlegte, der ein 8-stufiges System vorlegt, auf dem alle Berufsausbildungen sukzessive eingeordnet werden. Und was auf einer Stufe ist, ist auch entsprechend vergleichbar. Dieses wurde in den letzten Jahren erprobt und hat sich in der Praxis gezeigt, dass dieses zwar dem einen oder anderen immer noch Schwierigkeiten macht, aber das Ziel am Ende der Vergleichbarkeit wird natürlich nur erreicht werden, wenn man auch sagt, was gleich ist, muss dann entsprechend auch gleich behandelt werden. Ich will die Überzeugungskraft unserer Vorstellung dahingehend unterstreichen. Es gab auch mal eine Zeit, in der war 1 Kilogramm Pflaumen in Flensburg etwas völlig anderes als 1 Kilogramm Pflaumen in Hamburg. Das führte schlussendlich dazu, dass man ein Eichamt eingeführt hat, was klar festlegte, wie viel 1 Kilogramm ist. Denn wenn sich zwei Leute aus Flensburg und Hamburg damals begegneten, waren sie stinkesauer, weil der eine hatte viele Pflaumen und der andere wenig. Das hatte mit Gleichwertigkeit nichts zu tun. Beide dachten, sie hätten 1 Kilo dabei. Und genau so geht es hier rum. Genau dieser Maßstab, genau diese Eichung ist eben halt der DQR, der dann eine Garantie der Vergleichbarkeit gibt und letzten Endes dann bei einem Treffen von zwei ausgebildeten jungen Menschen, die auf einer DQR-Stufe angekommen sind, dann letzten Endes auch sagt, ihr beide seid hiermit wirklich gleichwertig ausgebaut. Und das ist nicht nur Transparenz notwendig, hierfür ist eine rechtliche Verbindlichkeit notwendig, die an dieser Stelle die Forderung ist, die wir heute vorlegen. Herzlichen Dank. Und ich erteile das Wort Jessica Rosenthal, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, liebe CDU-CSU-Fraktion, liebe linken Kolleginnen, dass Sie heute die berufliche Bildung als Tagesordnungspunkt im Plenum aufrufen. Und ich möchte ganz herzlich auch anbieten, dass wir gerne konstruktiv zusammenarbeiten und die vielen guten Vorschläge auch aufgreifen. Aber ich möchte gerade in Ihre Richtung einmal klar sagen, dass dieser vorliegende Antrag auch klar und deutlich zeigt, dass es gut ist, dass Sie nicht mehr Teil der Regierung sind. In den letzten 16 Jahren sind Sie nämlich die Systematisierung der Berufsorientierung, die Sie hier anmahnen, nicht angegangen. Es gab keinen Fokus auf die berufliche Bildung. Die Mindestausbildungsvergütung haben wir im Arbeitsministerium erstritten. Und bevor Sie sich jetzt zu lautstark aufregen, ich habe verstanden, dass Sie mit den letzten 16 Jahren eher nichts zu tun haben wollen und daran nicht erinnert werden wollen. Das ist in den letzten Monaten deutlich geworden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Albani? Sehr gerne. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Wenn Sie das so sagen, und ich möchte Sie extra früh bremsen, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, und ich hoffe, Sie können mir da zustimmen, dass wir in der letzten Legislatur mit der grundsätzlichen Veränderung des Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes und zum erstmaligen der Einführung eben genau der DQR-Stufen 5 und 6, zwar nicht benannt, aber vom Schema her in das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, genau diesen Weg begonnen haben, den wir heute sagen, konsequent weiterstreichen. Wenn das nichts ist, verstehe ich das nicht ganz, und auch der Aufstiegs-BAföG haben wir deutlich modernisiert, mehr Geld hineingepackt, 350 Millionen. Wenn 350 Millionen nicht sind, dann bitte ich Sie, mich zu korrigieren. Ansonsten wäre meine Frage, ignorieren Sie das bitte nicht oder können Sie das doch? Ich gehe sehr gerne auf Ihre Frage ein, Herr Kollege. Denn ich kann gerade in weiteren Ausführungen meiner Rede noch mal deutlich machen, was wir jetzt eigentlich in der beruflichen Bildung brauchen, was wir übrigens auch in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Da stehen nämlich nicht nur kleine kosmetische Veränderungen drin, sondern eine strukturelle Antwort. Und deshalb mache ich meine Kritik, wenn Ihnen das besser passt, mache ich meine Kritik auch sehr gerne an Ihrem Antrag selbst deutlich und würde damit jetzt auch fortfahren. Wenn man Ihre Analyse sich anguckt, dann möchte ich Sie, und das ist auch in Ihren Ausführungen deutlich geworden, auf einen Umstand hinweisen. Hier sind ja auch einige junge Menschen, die uns zuhören. Wo kommen die eigentlich in Ihrem Antrag vor?
Wo findet die Perspektive junger Menschen in Ihrem Antrag statt? Wo geht es eigentlich um Freiräume für Stärken und Schwächen, um sich auszuprobieren? Wo geht es darum, welche Berufswünsche junge Menschen haben? Wo geht es in Ihrem Antrag darum, dass junge Menschen sich geregelte Arbeitszeiten wünschen, Kreativität in ihrem Beruf und ja auch gute Arbeitsbedingungen? Wo geht es in Ihrem Antrag um Ausbildungsmobilität, darum, dass man sich Wohnraum nicht leisten kann, dass es auch tatsächlich ein Problem ist, dass man mit dem Bus zum Beispiel nicht zur Berufsschule kommen kann, dass man sich die Preise nicht leisten kann? Wo geht es um junge Menschen in Ihrem Antrag? Ich sehe davon nichts. Das Zweite ist, in Ihrer Analyse kommen Sie sehr klar dazu, dass Sie die akademische Bildung und die berufliche Bildung gegeneinander stellen. Und ich glaube, das ist falsch. Es ist falsch, das gegeneinander zu stellen. Wir haben zwei Säulen. Und worum es dieser Ampelkoalition hier geht, ist, Brücken zu bilden, Brücken zwischen den Säulen, dass man immer wieder rübergehen kann von dem einen zum anderen. Es geht darum, unterschiedliche Lebensmodelle möglich zu machen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Das ist nicht unser Stil. Wir wollen viel innovativer, viel moderner sein. Und wenn wir über eine Gleichwertigkeit sprechen, dann muss es auch darum gehen, Weiterbildung zusammen mit beruflicher Bildung, mit Ausbildung zu denken. Dann geht es um Weiterbildungspfade. Auch das sehe ich nicht in Ihrem Antrag. Und dann ist ein Punkt völlig außen vor gelassen, und das ist die Frage, was eigentlich mit den vielen Menschen, jungen Menschen ist, die im Übergang sind. Der Berufsbildungsbericht hat es wieder deutlich gemacht, das sind 230.000 Menschen. 230.000 Menschen sind in den Übergängen. Was ist eigentlich damit? Und nicht gesprochen haben Sie auch darüber, was eigentlich mit der Integrationskraft unseres beruflichen Bildungssystems ist. Wirklich zu sagen, wir wollen Einwanderungsland sein und wir bilden das in diesem beruflichen Bildungssystem auch ab. Und deshalb muss ich sagen, wenn ich nur die Analyse Ihres Antrags mir angucke, wundert es mich dann auch nicht, dass Sie in den Forderungen wirklich weit hinter dem zurückbleiben, was eigentlich strukturell verlangt ist. Es ist gut und richtig, auf Digitalisierung einzugehen. Und deshalb haben Sie vielleicht auch zur Kenntnis genommen in den letzten Haushaltsberatungen, dass das bereits im Haushalt angelegt ist. Und es ist natürlich auch richtig, dass wir eine Systematisierung der Berufsorientierung brauchen und dass wir genau das jetzt auch angehen werden. Und auch hier haben wir viele Instrumente schon im Haushalt abgebildet. Was wir aber wollen, ist zusätzlich noch die Jugendberufsagenturen als ein Mittel, wo wirklich junge Menschen einen Anlaufpunkt haben. Einen Anlaufpunkt, an dem sie immer auch Menschen erreichen können, die ihnen die Hand reichen, die ihnen neue Perspektiven zeigen, vielleicht auch neue Ausbildungswege aufzeigen. Das verankern, haben wir im Koalitionsvertrag verankert. Das wollen wir stärken. Wir wollen, dass das eine Stütze für junge Menschen ist. Wir wollen die Ausbildungsmobilität erhöhen. Gerade hierfür werden wir ein Programm für junges Wohnen jetzt auch auflegen. Und wir wollen eine strukturelle Antwort für all diese Fragen bieten und dabei auch diejenigen, die in den Übergängen sind, diejenigen, die ungelernt sind. Wir wissen doch, dass es extrem schwer ist, wenn man keine Ausbildung hat, eine gute Berufsbiografie zu haben, für seinen Lebensunterhalt auch zu streiten. Und deswegen sprechen wir ja immer wieder von der Ausbildungsgarantie. Und diese Ausbildungsgarantie ist nochmal ein Angebot an Unternehmerinnen und Unternehmer, an alle Akteurinnen und Akteure der beruflichen Bildung und natürlich auch an alle hier im Parlament, die Berufsorientierung, die berufliche Bildung insgesamt neu aufzulegen, ein Upgrade zu geben und wirklich vom Übergang zwischen Schule und Beruf bis auch den schulischen Angeboten in der beruflichen Bildung, die Ausbildungsangebote im schulischen Bereich zusammenzudenken und vor allem, und auch hier bleiben Sie hinter meinen Erwartungen auf jeden Fall zurück, Kleinstbetriebe und mittelständische Unternehmen auch dabei zu unterstützen, dass sie ausbilden können. Denn das zeigt der Berufsbildungsbericht ja auch, dass gerade an dieser Stelle wirklich strukturelle Defizite und Probleme sind. Und deswegen wollen wir zum Beispiel auch die Verbundausbildungen stärken. Also Sie sehen, kommen Sie bitte zum Schluss. Wir können Ihrem Antrag nicht zustimmen, weil er einfach viel zu kurz greift und wir als Koalition, als Fortschrittskoalition strukturell sehr, sehr großes Vorhaben und genau das auch umsetzen werden. Vielen Dank. Dr. Götz Fröming, AfD-Fraktion, ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, die letzte Rednerin erzählt uns, was Sie nicht alles noch vorhaben. Ihr Vorredner hat dann natürlich auch zurückschauend sich selbst loben müssen, was nicht alles schon damals getan wurde. Aber meine Damen und Herren, die Realität ist eine andere und es ist eine bittere. Im Jahr 2020 verfügte nach den Daten des neuen Mikrozensus in Deutschland bei den jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren
verfügten 15,5%, hochgerechnet also etwa 2,33 Millionen, über keinen Berufsabschluss in Deutschland. Gleichzeitig teilt uns der Zentralverband des Deutschen Handwerks mit, rund 250.000 Menschen könnten sofort bei uns anfangen. Und im ländlichen Raum wird eine Berufsschule nach der anderen geschlossen mit fatalen Folgen. Meine Damen und Herren, was läuft da eigentlich schief? Wir teilen, vielleicht wird Sie das freuen, Herr Albani, wir teilen Ihre Analyse in weiten Teilen und können auch etliche Ihrer Empfehlungen mittragen, weil sie uns in weiten Teilen auch an das erinnern, was wir schon in der letzten Legislaturperiode zur beruflichen Bildung hier vorgetragen und gefordert haben. Damals haben Sie das natürlich alles zusammen noch mit Ihrem früheren Koalitionspartner abgelehnt. Zum Antrag der Linken nur ganz kurz. Die Analyse ist auch überwiegend richtig, aber Ihre Lösungsvorschläge gehen für uns zumindest dann zu sehr in eine planwirtschaftliche Richtung, die wir natürlich nicht mittragen können. Allerdings, meine Damen und Herren, es wirkt schon kurios, wenn die CDU ganz richtig nun erkennt in ihrem Antrag, dass die Bologna-Reform, die ja dazu geführt hat, dass noch mehr junge Menschen an die Universitäten streben und dort nicht nur den Master, sondern auch den Bachelor anstreben, dass diese Bologna-Reform also auch mitursächlich ist für den Niedergang der beruflichen Bildung. Das ist richtig, meine Damen und Herren, aber man fragt sich dann schon, warum haben Sie denn diese Bologna-Reform die ganze Zeit mitgetragen? Also hier sind doch dringend Reformen notwendig. Meine Damen und Herren, der rosa Elefant ist doch ein ganz anderer und über den müssen wir heute ja auch mal sprechen. Es ist doch so, weil inzwischen fast jeder ein Abitur hat, in den Großstädten ist es schon mehr als die Hälfte, glaubt auch jeder, er müsse studieren und könne alles werden. Das, meine Damen und Herren, ist aber letztlich nichts anderes als eine Lüge und auch Heuchelei. Es kann eben nicht jeder alles werden. Und es ist ein bisschen so wie im Sport, wenn man jemanden, der vielleicht kurze Beine hat, sagt, ja, du kannst den Marathon gewinnen, ja, dann wird er das vielleicht eine Weile glauben, aber er wird scheitern. Und das Gleiche machen Sie im Bildungsbereich. Sie versprechen jungen Menschen das Blaue vom Himmel, tun so, als seien alle gleich. Und das führt dazu, dass junge Menschen sich mitunter jahrelang quälen, weil es niemanden mehr gibt, sie frühzeitig richtig zu beraten. Meine Damen und Herren, wenn heutzutage ein Lehrer beispielsweise den Eltern oder Kindern sagt, für dich ist das Gymnasium nicht der richtige Weg, was passiert denn dann? Er hat schon am nächsten Tag ein Gespräch beim Direktor oder die Eltern stehen mit dem Anwalt vor der Tür. Da, meine Damen und Herren, liegt das eigentliche Problem. Hier müssen wir dringend umsteuern. Wir brauchen den Mut zur Wahrheit. Wir müssen unser dreigliedriges Schulsystem wieder stärken. Denn das ist die Kehrseite des Handwerkermangels, des Mangels in den beruflichen Berufen, dass wir schlichtweg zu viele Akademiker haben, meine Damen und Herren. Ich komme gleich zum Schluss. Es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, den Sie hier auch berücksichtigen müssten, denn das ist die Fehlsteuerung auch in der Zuwanderung. Wir sehen leider, dass der Großteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund es immer noch viel, viel schwerer hat, in einem Beruf zu landen. Auch darüber müssen wir hier mal sprechen, meine Damen und Herren. Es ist ein weiter rosa Elefant, der im Raum steht. Haben Sie den Mut, mit uns mal darüber zu reden. Ich danke Ihnen. Ist noch eine Kollegin, ein Kollege im Haus, der noch nicht abgestimmt hat? Dann bitte ich, das jetzt schnell zu tun, denn ich werde dann gleich auch die Urnen schließen. Aber zunächst erteile ich noch das Wort der Kollegin Dr. Anja Reinalter, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und vor allem heute liebe Azubis. Jetzt reden wir doch tatsächlich heute zum zweiten Mal über berufliche Bildung. Das ist super, denn berufliche Bildung ist ein sehr wichtiger Schlüssel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Von mir aus können wir das jetzt jede Woche machen. Und denn die Zahlen im Berufsbildungsbericht, die rufen uns ganz klar zum Handeln auf.
2,3 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren standen 2021 ohne Bildungsabschluss da. 2,3 Millionen, das sind 15,5% der 20- bis 34-Jährigen in Deutschland. Und diese jungen Leute, egal ob im Süden, im Norden, im Osten oder im Westen, haben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sie werden weniger verdienen und ein viel, viel höheres Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit und Altersarmut haben. Es darf nicht sein, dass junge Menschen ohne Schulabschluss dastehen und keinen Ausbildungsplatz finden. Und wir dürfen es uns als Gesellschaft nicht leisten, denn die Bekämpfung des Fachkräftemangels ist doch in unser aller Interesse und wir brauchen diese jungen Leute. So, und wenn ich mir jetzt diese beiden Anträge anschaue, dann liegen wir in der Problembeschreibung gar nicht weit auseinander. Im Antrag der Linken steht vieles, was wir schon längst im Koalitionsvertrag beschlossen haben. Im Antrag der Union steht vieles zur Digitalisierung als Lösung des Fachkräftemangels. Und das ist gut. Aber als Berufsschullehrerin kann ich Ihnen versichern, dass in den letzten 16 Jahren viel zu wenig in die digitale Infrastruktur investiert wurde, um Ihre Forderungen durchzusetzen. Und in meiner ehemaligen Schule in Biberach, da waren wir sogar in dieser glücklichen und komfortablen Situation, dass unsere Technik immer auf dem neuesten Stand war. Aber das ist leider nicht überall so. Und ich kenne wirklich viele berufliche Schulen, in denen Kupferkabel und Tageslichtprojektor noch zum Tagesalltag gehören. Nein, überall. Und daher machen Sie es sich mit Ihrem Beruf nach mehr digitalen Angeboten ein Ticken zu einfach. Versuchen Sie doch mal mit einem Faxgerät in eine Online-Jobbörse zu kommen. Und deswegen wird die Ampelkoalition die Digitalisierung der Berufsschulen beschleunigen. Der Digitalpakt läuft inzwischen seit 3 Jahren. Es ist aber nur ein Fünftel der Mittel abgeflossen. Deshalb werden wir Hürden abbauen und aus diesem Antragsmarathon einen Sprint machen. Und die Idee, das KI einzusetzen beim Matching zwischen Ausbildungsplätzen und Azubis, die ist nicht schlecht. Aber künstliche Intelligenz ist keine Wunderpille, mit der man mal schwuppdiwupp alle Probleme der Zukunft lösen kann. Und Algorithmen werden nie und nimmer individuelle Beratung und die persönliche Begegnung zwischen Menschen ersetzen. Gerade in den letzten beiden Jahren in der Pandemie hat man es ja gezeigt, wie wichtig dieser persönliche Kontakt zu Schülerinnen und Schülern ist und dass wir es ja eben nicht erreichen, wenn es keine persönliche Beratung gibt. Und mal ehrlich, wir haben uns doch alle einmal im Leben für einen Beruf entschieden, für eine Entscheidung getroffen, für einen Berufsweg. Erinnern Sie sich an diese erste Entscheidung für einen Berufsweg? Und wie wichtig war da die persönliche Ansprache? Und deswegen brauchen wir mehr Berufsbildungsmessen, um persönlich in den Kontakt zu kommen. Und wir brauchen mehr Möglichkeiten für ein Praktikum. Ich muss doch wissen, wie es in einer Schreinerei riecht und wie sich Holz anfühlt, wenn ich Schreinerin werden möchte. Das kann auch nicht so, noch so ein cooles Kampagnenvideo ersetzen. Das funktioniert nicht. Und ich habe es heute Morgen auch schon mal gesagt. Das einjährige Praktikum in der 9. Klasse reicht eben beim besten Willen nicht auf, um sich für einen Beruf zu entscheiden. Schülerinnen und Schüler, wir haben es eben gehört, müssen ihre Stärken kennen, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen kennenlernen und testen. Nur so finden sie ihren Traumberuf, der zu ihnen passt. Und ja, in den 16 Jahren wurde einiges versäumt und das werden wir jetzt nachholen. Wir werden mit der Berufsorientierung früher anfangen und wir werden sie flächendeckend in den Städten, aber auch in den ländlichen Räumen ausbauen. Sie sehen, wir haben uns viel vorgenommen. Besonders freut uns, dass die zuständige Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger die berufliche Bildung auch zu ihrem Thema gemacht hat. Vielen Dank. Und für uns in der Ampel ist es so wichtig, dass Studium und Ausbildung gleichstehen. Wir werden die akademische Ausbildung nicht, definitiv nicht gegen die berufliche Bildung ausspielen. Bauen Sie doch mal ein Haus, dann werden Sie ganz schnell sehen, dass Sie allein mit einer Architektin nicht weit kommen. Denn es braucht viel mehr. Neben der Architektin brauchen Sie die Schreinerin, die Elektrikerin, die Fliesenlegerin. Und wer krank ist, braucht die Ärztin und Pflegepersonal. Wir brauchen also beides, mehr Master und mehr Meister. Deswegen vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in der Koalition. Gemeinsam werden wir die berufliche Bildung stärken und dem Fachkräftemangel begegnen. Und ein ganz wichtiger Meilenstein für bessere Ausbildungsbedingungen, den haben wir heute Morgen beschlossen.
Wir haben nicht nur das BAföG für Studierende erhöht, nein, wir haben auch das BAföG für Azubis erhöht. Und da bin ich schon etwas verwundert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn Sie sich morgens hinstellen und gegen mehr Geld für Azubis stimmen, können Sie doch abends nicht sagen, dass Sie nur das Beste für Auszubildende im Sinn haben. Ist es nicht eigentlich fast ein Schlag ins Gesicht von Azubis? Heute Morgen hätten Sie doch eine sehr, sehr gute Gelegenheit gehabt, die Situation von Auszubildenden zu verbessern. Sie hätten einfach zustimmen können. Dann hätten Sie tatsächlich was ganz Praktisches getan, um die berufliche Bildung von Azubis zu stärken. Und Sie bekommen aber noch mal eine Chance. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal grüße ich Sie alle ganz herzlich wieder. Ich sehe, Sie sind immer noch frisch und munter dabei. Mir wurde jetzt gesagt, dass Sie wohl alle schon Ihre Stimmkarten abgegeben haben. Eigentlich wollte ich gerade. Na gut, ein Redner warten wir jetzt noch ab. Aber dann ist wirklich Schluss. Ich sage das jetzt an alle, wer jetzt noch vielleicht aufspringen möchte. Dann machen wir doch erstmal noch weiter und es bekommt das Wort Nicole Gohlke für Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst mal muss man sich an dieser Stelle ja tatsächlich bei der Union bedanken, denn dank der Union erhält die berufliche Bildung heute im Plenum einen eigenen Tagesordnungspunkt und damit eben auch den Stellenwert, den sie verdient. Die Bundesregierung hat eine eigene Debatte zur beruflichen Bildung ja nicht vorgesehen. Sie wollte das oder sie haben das gemeinsam mit dem BAföG diskutieren wollen. Damit muss man aber einfach sagen, wird man weder dem einen noch dem anderen Thema gerecht und die berufliche Bildung sollte wirklich nicht so abgespeist werden. Die Union darf an dieser Stelle klatschen. Genau. Aber jetzt zum Thema. Die Zahlen des jüngsten Berufsbildungsberichts werfen einen ziemlich dunklen Schatten auf die Perspektiven junger Menschen. Die Wirtschaft vergießt wieder mal Krokodilstränen, dass sie keine Leute findet, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht besetzt bekommt. Und ja, 63.000 Plätze wurden im letzten Jahr ja auch nicht besetzt. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass 68.000 Menschen im letzten Jahr keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und dass 2,3 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren gar keinen Berufsabschluss haben und dringend die Chance bräuchten, einen machen zu können. Und es greift an dieser Stelle einfach zu kurz, wenn immer wieder behauptet, wir hätten vor allem oder nur ein Passungsproblem, sondern die Probleme liegen an dieser Stelle tiefer und da muss die Politik jetzt endlich ran. 228.000 junge Menschen sind im letzten Jahr im sogenannten Übergangssystem gelandet oder vielmehr gestrandet. Denn dieses System führt ja nirgendwo hin. Es führt ja gar nicht zu irgendeinem Abschluss. Aber zwei Drittel der Jugendlichen in diesem Übergangssystem haben einen Schulabschluss. Sie haben einen Hauptschul- oder einen mittleren Schulabschluss. Und ich sage Ihnen genau das. Sich einen Schulabschluss erarbeitet, vielleicht erkämpft zu haben und dann nichts damit machen zu dürfen. Solche Zustände sind schuld daran, wenn die jungen Menschen das Gefühl haben, ihr Abschluss, ihre Arbeit sei nichts wert. Genau das ist das Resultat und das darf nicht so bleiben. Und das ist gleichzeitig auch deswegen so verrückt, weil ja gleichzeitig 230.000 Erzieherinnen und Erzieher und 300.000 Pflegekräfte fehlen und im Handwerk ein massiver Fachkräftemangel herrscht. Wie zur Hölle kann man es denn da verantworten, dass junge Menschen nach der Schule erstmal extra Runden im Übergangssystem drehen müssen oder ungelernt in prekären oder schlechten Jobs arbeiten müssen? Das ist doch wirklich vollkommen irre. Doch statt hier wirklich konkret gegenzusteuern, setzt die Bundesregierung offenbar auf die alten Rezepte. So lesen wir den Koalitionsvertrag, auf die Allianz für Aus- und Weiterbildung, auf einen Berufsbildungspakt, allesamt Rezepte, von denen wir bereits aus den letzten Jahren wissen, dass sie nicht fruchten. Was die jungen Menschen jetzt brauchen, sind Sicherheiten. Sie brauchen die Sicherheit, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, die Sicherheit, von der Ausbildungsvergütung leben zu können und während der Ausbildung gut betreut zu werden. Sie brauchen die Sicherheit, nach der Ausbildung eine Perspektive im Unternehmen zu haben. Darum muss es jetzt gehen, um sichere Ausbildungsplätze und um Ausbildungsqualität.
Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Ausbildung, der allen Menschen eine vollqualifizierende Ausbildung garantiert, eine solidarische Umlagefinanzierung, die alle Betriebe für die Finanzierung der Ausbildung junger Menschen in die Pflicht nimmt. Und es geht vor allem um eins, die Schutz- und Mitspracherechte von Auszubildenden zu stärken. So lässt sich der Fachkräftemangel bekämpfen. Vielen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe jetzt zunächst einmal die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird später bekannt gegeben. Und wir fahren fort in unserer Debatte mit Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion. Boginski, Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, das ist heute wirklich ein guter Tag für Deutschland. Wir haben heute früh mit Bildung begonnen. Wir haben die 27. Novelle des BAföG beschlossen und wir sind jetzt hier so zum Abend hin immer wieder noch in der Bildung drin, und zwar in der beruflichen Bildung. Und wir haben ja heute früh sehr oft den Satz gehört, die akademische Ausbildung ist der beruflichen Ausbildung gleichgestellt. Und ich frage mich immer wieder, ist das wirklich so? Können wir das in Deutschland so sagen? Ich glaube, die angesichts der aktuellen niedrigen Zahlen von neuen Ausbildungsverträgen, dem Fachkräftemangel in einigen Bereichen und leider auch der zunehmenden gesellschaftlichen Geringschätzung für Lehrberufe kann der Satz nicht uneingeschränkt bestätigt werden. Neue Einflussfaktoren wie die Unsicherheiten durch gestörte Lieferketten, Betriebsschließungen aufgrund der Pandemie sowie auch konjunkturelle Unsicherheiten und Auswirkungen unter anderem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stellen und stellten das duale Ausbildungssystem vor neue Herausforderungen. Daher ist es gut, dass wir heute im Bundestag über den Stand der beruflichen Ausbildung und Bildung diskutieren. Über 400 Empfehlungen hat die Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt im Abschlussbericht im vergangenen Jahr vorgelegt. Und wenn ich dann in den Koalitionsvertrag der Ampel blicke, sehe ich den starken Willen, ein klares Signal an das Land zu setzen. Wir updaten die berufliche Bildung und schaffen moderne, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten, denn sie sind die unverzichtbare Grundlage für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses, für den Wettbewerb der deutschen Wirtschaft und damit für die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Das Arbeitsmarkt- und bildungspolitische Ziel der Ampelkoalition ist es, Entwicklungsimpulse zu setzen und individuelle Ausbildungs- und Arbeitschancen zu eröffnen. Und wir müssen die Frage beantworten, kann man mit der beruflichen Ausbildung in Deutschland gut leben? Denn die Antwort auf diese Frage ist möglicherweise auch die Antwort auf die Frage, warum immer weniger Menschen sich in den vergangenen Jahren für einen Ausbildungsberuf entschieden haben. Fragt man jetzt Handwerker oder Facharbeiter, sagen die einem, ja, man kann, das ist möglich. Doch der gesamtgesellschaftliche Eindruck erzeugt eine andere Wahrnehmung. Ich war in der vergangenen Woche auf Einladung des Qualifizierungszentrums der Wirtschaft in Eisenhüttenstadt, einer Stadt in Brandenburg. In einer Expertenrunde aus Bildung und Unternehmen beschrieb man die aktuellen Entwicklungen Brandenburgs. Doch bevor man in die Einzelbetrachtung einstieg, forderte man von mir eine Kampagne zur gesellschaftlichen Anerkennung der Lehrberufe. Wenn ich sage von mir, meinte man natürlich den Bundestag und die Bundesregierung. Zwar wissen wir alle, auch die Menschen vor Ort, dass es nicht mit einer Vorgabe der Regierung getan ist, doch muss es für uns Parlamentarier sowohl im Bund als auch im Land eine Selbstverpflichtung sein. Wenn wir etwas für das Hochschulstudium tun, müssen wir auch die berufliche Bildung immer mit im Blick haben. Diese klare und unmissverständliche Linie brauchen wir heute, und die Ampelkoalition macht den Anfang dafür. Zurück nach Eisenhüttenstadt. Hier fördert die Bundesregierung über InnoFed den Innovationswettbewerb Exzellente berufliche Bildung, die Schaffung einer Modellregion Ostbrandenburgs für neue Bildungswege, individuelle Fachkarrieren, die mit einem Studium auf Augenhöhe sind. Es geht darum, Karrieremöglichkeiten der beruflichen Bildung sichtbar zu machen und über neue Kooperationsformen Ausbildungen attraktiver auszugestalten. 17 Projekte werden bundesweit finanziert,
um ein neues vernetztes Denken und Arbeiten an der beruflichen Bildung zu fördern und Hands-on-Ergebnisse vorweisen zu können. Wir werden dieses Programm weiter ausbauen. Ostbrandenburg setzt aber auch auf die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Im kommenden Jahr wird das noch eine stärkere Wirkung erzeugen. Über den Digitalpakt hinaus müssen Länder und Sozialpartner Modelle finden, um Berufsschulen zu modernisieren und mit digitalen Angeboten die Lehrer flexibler gestalten. Das ist ein wichtiger Baustein, um die duale Ausbildung in der Fläche attraktiver zu machen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem, denn die regionalen Unterschiede auf dem Ausbildungsmarkt müssen wir berücksichtigen und strukturschwache Regionen wollen wir in der Koalition stärken. Ein wichtiges Feld dabei ist die Berufsorientierung an Schulen. Die Länder müssen ihren Fokus schärfen und dürfen sich nicht, wie es in Brandenburg passiert, aus der Finanzierung zurückziehen und auf die Gelder der Bundesagentur verlassen. Das ist ein falsches Signal. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein Potenzial hinweisen, das wir noch nicht genügend nutzen. Ich spreche von den Menschen, die ohne Berufsabschluss, ohne ausreichende Grundbildung im Erwerbsleben stehen, denen aber beruflicher Aufstieg verwehrt wird. Diese Ungelernten sind meist Menschen ohne Schulabschluss, sind Menschen mit eigener Migrationserfahrung, mit Migrationshintergrund, sind Menschen, die zum Teil funktionale Analphabeten sind. Und sie verdienen ihren Unterhalt durch eine harte Arbeit. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Jawohl. Diese Menschen gilt es besonders zu fördern. Das sollten wir uns zur Aufgabe machen. Und ich kann nur immer wieder sagen, jede Diskussion zur beruflichen Bildung ist eine gute Diskussion. Deshalb ist das heute ein guter Tag. Danke. Und es folgt für die SPD-Fraktion Dr. Holger Becker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste in diesem Haus. Demografischer Wandel, Arbeitskräftemangel auf allen Qualifikationsstufen, disruptive Veränderungen in der Arbeitswelt und die Interaktion zwischen Studium und beruflicher Ausbildung. All dies sind Herausforderungen, von denen die Arbeitswelt in unserem Land in der Tat steht. Nicht umsonst sind wir daher im intensiven Austausch mit relevanten Verbänden, wie kürzlich zum Beispiel dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZDH. Und auch unser Koalitionsvertrag beinhaltet nicht umsonst unter anderem das Bekenntnis zur Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Nun haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anträge vorgelegt, die diesen Dingen Rechnung tragen sollen, wohlgemerkt tragen sollen. Denn was hier vorliegt, erscheint mir eine Mischung aus nicht schlechten, aber teilweise etwas unambitionierten und vielleicht auch nicht immer zu Ende gedachten Ideen. So wird zum Beispiel bei der Union die Digitalisierung wiederholt als eine Wurzel des Übels so ein bisschen aus der Mottenkiste geholt, die für das Aussterben von Arbeitsplätzen sorgt. Dabei ist längst allen Akteuren klar, dass Digitalisierung nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Und das ist bei Ihnen in der Union natürlich auch klar. Denn die Forderungen tauchen ja tatsächlich auf. Aber eben in einem Maß, das wir schon längst auf dem Schirm haben, wie man zum Beispiel an der gestern angekündigten Förderbekanntmachung zum Kompetenzzentrum Digitales und digital gestützter Unterricht sehen kann. Klar ist nämlich, Digitalisierung ist tatsächlich eins der Mittel, um Ausbildung attraktiver zu machen und gleichzeitig dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 39% der Ausbildungsunternehmen gehen da in Deutschland laut dem IW Köln schon voran, 41% wollen nachziehen und haben bereits digitale Tools für die Ausbildung investiert. Besonders für den ländlichen Raum stecken hier neue Chancen, die Menschen nicht nur an modernen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten teilhaben zu lassen, sondern obendrein natürlich die Möglichkeit, dass ländliche Regionen aufholen, wenn es um Attraktivität und Konkurrenz mit urbanen Räumen geht. Ich vermisse leider auch noch so ein bisschen den Fokus auf Umschulung, Fortbildung und lebenslanges Lernen, denn heutzutage in der Arbeitswelt sind Karrieren häufig eben nicht mehr klassisch geradlinig und dem wird zu wenig Rechnung getragen. Da sind wir mit unserem Koalitionsvertrag schon ein bisschen weiter. Und auch die Forderung nach Vernetzung taucht bei Ihnen auf. Da schauen Sie mal in unseren Koalitionsvertrag, da steht es nämlich zum Beispiel auf Seite 67 auch so. Sie sprechen von dieser Konkurrenzsituation zwischen Ausbildung und Studium und davon, dass beides gleichwertig sein sollte, das ist für uns eigentlich selbstverständlich, da sind wir durchaus bei Ihnen. Aber Sie vergessen,
Selbst wenn es uns gelingt, alle Potenziale an Arbeitskräften, die wir in unserem Land haben, zu mobilisieren, reicht das leider nicht aus. Auf absehbare Zeit haben wir in Deutschland einfach mehr Arbeit als Menschen. Deswegen vermisse ich auch das Thema Zuwanderung in diesen Anträgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend stelle ich erstmal erfreut allerdings fest, dass wir in zahlreichen grundlegenden Fragen durchaus übereinstimmen. Zugleich bin ich davon überzeugt, dass wir mit der Fortschrittskoalition gerade die richtigen Weichen stellen. Vielen Dank. Und ich darf Ihnen jetzt das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmung verlesen über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in Lebanon. UNIFIL. Abgegebene Stimmkarten 645. Mit Ja haben gestimmt 541. Mit Nein haben gestimmt 103, Enthaltungen 2. Die Beschlussempfehlung ist somit angenommen. Wir fahren fort in unserer Debatte und als nächstes erhält das Wort Lars Rover für die CDU-CSU-Fraktion. Glück auf, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Plenum widmet sich heute wirklich intensiv dem Thema der Ausbildung. Heute Morgen das Thema BAföG, die BAföG-Reform. Und jetzt haben wir dann auch heute Morgen schon viel über die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit gesprochen. Wenn wir es aber wirklich ernst meinen mit der Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, dann müssen wir der beruflichen Bildung eben auch wirklich einen gleichwertigen Stellenwert in der Debatte einräumen. Eine Berufsausbildung ist nicht weniger wert als ein Studium. Der Gymnasiast eignet sich genauso als Führungskraft wie der Real- oder Hauptschüler. Durch die Akademisierung sind die Akzeptanz einer Berufsausbildung in der Wahrnehmung vieler junger Menschen gesunken. Diesem Image wollen wir dringend entgegenwirken. Trotz Fachkräftemangel bleiben viele Ausbildungsstellen unbesetzt, weil keine passenden Bewerber gefunden wurden. Ende September 2021 standen den 63.200 unbesetzten Ausbildungsstellen ganze 24.600 gänzlich unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Die Zahlen zeigen erstens, insbesondere während der Corona-Krise haben sich viele Schulabgänger für ein Studium entschieden. Sie erhoffen sich einen krisensicheren Arbeitsplatz. Und zweitens, wir brauchen eine optimalere und effektivere Zusammenführung von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsbetrieben. Und drittens, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Meine Kolleginnen und Kollegen, das deutsche Berufsausbildungssystem in Deutschland ist ein starkes Instrument, das uns zu diesem wirtschaftlichen Erfolg verholfen hat, den wir heute kennen. Die Berufsausbildung ist das Standbein des deutschen Mittelstands. Daher müssen wir die berufliche Bildung zukunftssicher machen. Die Reform der Ausbildungsgänge müssen zeitgemäß gestrafft und bei der Ausgestaltung von unnötiger Bürokratie befreit werden. In vielen Berufsbildern ist der große Wurf notwendig und nicht das Verlieren im Kleinteiligen. Damit werden die Berufsbilder auch attraktiver für junge Leute. Und ich will noch mal auf die Enquete-Kommission von der vergangenen Legislaturperiode zurückkommen. Wesentliche Maßnahmen hinsichtlich der Digitalisierung hat diese Enquete-Kommission aufgezeigt. Der Abschlussbericht ist ein Geschenk an die neue Bundesregierung. Nutzen Sie ihn, Frau Bundesministerin Stark-Watzinger. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ist von der Existenz und Exzellenz der ausgebildeten Fachkräfte abhängig. Wir müssen innovativ sein und modern denken, denn die berufliche Bildung ist unverzichtbare Grundlage für die Sicherung des Fachkräftenachwuchs. Das Institut der Deutschen Wirtschaft rechnet damit, dass 2030 5 Millionen Fachkräfte fehlen werden. Wir wissen alle, dass der Fachkräftemangel nicht von heute auf morgen behoben wird. Und deshalb ist die berufliche Bildung in Deutschland nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern sie ist auch eine Integrationschance. Wir werden den Fachkräftemangel nicht besiegen, wenn wir die Potenziale der Zuwanderung nicht nutzen. Die Integration der Zuwanderer in den Ausbildungsmarkt ist nicht nur besonders wichtig, weil unser Grundgesetz jedem Menschen ein Recht auf Bildung und Ausbildung einräumt, sondern auch,
weil wir ihn sehr dringend mehr gut ausgebildete Menschen brauchen. Die zugewanderten Menschen sind auch die Fachkräfte von morgen. Und hier will ich auf ein Problem hinweisen, was wir kennen. Die Anerkennung und die Übersetzung von Abschlusszeugnissen und fehlenden Deutschkursen stellen weitere bürokratische Hürden hierbei dar. Zuwanderer brauchen mehr Unterstützung, bürokratische Hürden müssen abgebaut werden. Zum Schluss, August Bebel sagte einmal, Genies fallen nicht vom Himmel, sie müssen die Möglichkeit der Ausbildung und Entwicklung haben. Schaffen wir die Rahmenbedingungen, um allen Menschen in unserem Land die Chancen zu geben, ein Genie zu werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und zum Abschluss dieser Debatte erhält Rupert Stübe das Wort für die SPD-Fraktion. Genau. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen haben wir schon mit dem BAföG und mit dem Berufsbildungsbericht beschäftigt. Und jetzt geht es noch mal um die berufliche Bildung. Und eins will ich sagen, Herr Kollege, aus Bebel können wir uns in der Frage von der SPD-Fraktion nur anschließen. Vielen Dank. Die berufliche Bildung ist es tatsächlich wert, dass wir auch zweimal am Tag uns mit ihr beschäftigen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass gerade am Anfang der Debatte wir darüber geredet haben, dass Studium und berufliche Bildung sich gegenseitig was wegnehmen. Und ich finde das immer dann befremdlich, besonders wenn man dann ins Handbuch guckt und sieht, dass das Kollegen sind, die selbst studiert haben, die sagen, dass berufliche Bildung eigentlich anders bewerten muss und dass nicht jeder Abitur machen sollte und dass nicht jeder notwendig hat, an die Universität zu gehen. Ich finde, wer sich in seinem Leben dafür entschieden hat, diesen Weg einzugehen, der sollte es anderen nicht vorwerfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich schreibe niemandem vor, welchen Bildungsweg er wählen soll. Und unser Problem ist gerade nicht, dass sich zu viele für ein Studium entscheiden. Wir haben im Gegenteil noch zu viele junge Menschen, die ihren Weg gar nicht in die Ausbildung finden, sei es die berufliche Ausbildung oder das Studium. Und genau da müssen wir ansetzen. Denn es ist ja richtig, es herrscht Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie hat einige Branchen hart getroffen. Und ja, eine Ausbildung ist eine gute Grundlage, sein eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen in die Hände spucken und etwas tun. Und diese Koalition hat sich genau das vorgenommen. Wir wollen eine Ausbildungsgarantie abgeben und alles dafür tun, dass diese auch erfüllt werden kann. Das ist die entscheidende Änderung der Haltung bei der Ausbildung, für die diese Koalition steht. Wir werden die Jugendberufsagenturen flächendeckend stärken. Das ist der Ort und die Institution, wo kontinuierlich für eine gute Berufsorientierung gesorgt werden kann. Sie haben ja recht, dass das an sehr vielen unterschiedlichen Orten passiert, und ich finde es ein Skandal, dass wir nicht überall Jugendberufsagenturen haben. Wir werden dafür sorgen, dass die Ausbildung wieder attraktiv wird mit dem Programm Innovent. Da waren Sie übrigens dabei in der Regierung. Und wir planen jetzt eine Exzellenzinitiative in der beruflichen Bildung. Und wir werden die begabten Förderwerke für die Azubis öffnen. Ich finde, das ist richtig gut. Und dann Gleichstellung muss man wollen von beruflicher und akademischer Ausbildung. Und auch das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, dass wir das im öffentlichen Dienst durchsetzen wollen. Wir müssen die Ausbildung internationaler machen und dafür sorgen, dass mehr Menschen mit Migrationsgeschichte auch in der Ausbildung ankommen. Und wir müssen auch in der anderen Seite ansetzen, und dafür möchte ich zum Ende der Debatte werben. Ich war gerade in Brüssel, und viel zu wenige junge Auszubildende nehmen die Möglichkeit wahr, mit Erasmus Plus ins Ausland zu gehen. Das ist einfach. Das ist eine europäische Erfolgsgeschichte, und wir sollten überall dafür werben, dass Auszubildende diesen Weg Erasmus auch gehen. Ich möchte das hier an dieser Stelle tun. Und bitte Sie darum, mich zu unterstützen. Wir haben zweimal über Berufsausbildung diskutiert, und ich freue mich über die weitere Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank. Ich schließe die Debatte. Interfraktionell wird über Weisungen der Vorlagen auf den Drucksachen 2340 und 2335 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.